Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Jähriger Papa, viel Sport gemacht, immer gesund gelebt, hat seit 3 Jahren extrem Schwindel, hatte auch einen Schlaganfall mit sprachlicher Auswirkung, aber sonst keine Einschränkung. Aber Schwindeltraining hat nichts geändert. Was können wir tun? Er schwindelt vor sich hin. Ja, da ist natürlich schon so der Point of No Return überschritten. Ja? Also da gibt es Gefäßveränderungen, sonst wäre der Schlaganfall nicht gekommen typischerweise. Das ist natürlich schwer, weil das natürlich auch anzunehmen ist, dass es auch in anderen Gefäßabschnitten auch solche Veränderungen gibt. Also das kann den Schwindel erklären, aber Schwindel hat viele Ursachen. Ja? Das kann auch eine Halswirbelsäulenstörung sein, das kann auch mal wieder ein Zahn sein. Es kann aber eben auch typischerweise eine Durchblutungsstörung sein. Manchmal trinken aber auch gerade die älteren Menschen leider zu wenig. Das ist das, was ich immer wieder feststellen muss, messen muss, leider. Genau deshalb Ich sind wir sage alle immer, hier. alle Viertelstunde Gehirn wässern, weil der Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten, das bist du, der sagt nämlich immer 30% weniger Gehirnleistung, wenn wir hier nicht genug trinken. Genau. Und das wollen wir nicht. Ne? Deshalb Plätscher, Plätscher, Plätscher. Ich kann zwar verstehen, weil einige dann sagen, ja, da muss ich so oft auf Toilette, aber Schwindel, Schlaganfall, Thrombosen, oder nicht mehr gut denken können, das sind ja die anderen Konsequenzen. Also das muss man sich einfach mal bewusst machen. Und ich nehme immer gerne das Beispiel, wenn es um das Trinken geht. Und wie gesagt, Schwindel der älteren Herrschaften ist leider oft kreislaufbedingt. Und deshalb kreislaufbedingt nicht, weil zu wenig Blut da ist, sondern weil zu wenig getrunken wird, also weil das Blut einfach zu dick ist. Ja? Und wer sich da nicht motivieren kann, der kann es vielleicht, wenn er sich einfach mal vorstellen mag, auf eine Dialysestation zu gehen, weil das steht da am Ende, wenn eben zu wenig getrunken wird und dann stellen irgendwann die Nieren ein, weil wenn da kein Druck ist, der das Blut durch die Niere quasi presst, dann wird das eben nicht filtriert und dann gehen die Nieren kaputt. Und dann muss man an die Dialyse. Und wenn man in einer Dialysestation mal fragen würde, ihr liebt Dialysepatienten, die ihr da so liegt, jeden Tag, stundenlang euer Blut waschen müsst, was würdet ihr eintauschen gegen diese Dialyse? Aber, oder wie würdet ihr es eintauschen, wenn ihr dafür aber 10-mal pro Tag auf Toilette gehen müsstet, Pipi? Wäre das für euch ein Deal? Die würden im Chor uns zurufen, wir würden sogar 30-mal auf Toilette gehen wollen, Pipi machen, nur nicht mehr diese scheiß Dialyse. Also mal so als Metapher mitgeben, dass man sich vor Augen hält, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, gibt es kein Zurück mehr. Und dass jeder gleich eine Spenderniere bekommt oder dass der 3D-Drucker schon in der Lage ist, für jeden eine schöne 3D-Niere zu machen, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.